Kleiner Disclaimer, diese Ligapartie findet außerhalb der Wertung statt, da Kuchen ausgetreten ist aus der Liga. Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu der ersten Runde und im ersten Spiel von Gruppe C. Gruppe D ist erledigt, es geht rein in Gruppe D, in Gruppe C natürlich jetzt, nach Gruppe D. Genau, und wir haben das erste Spiel, Kuchen gegen Shadow Ninja. Ja, wir sagen, wir gehen direkt rein, gerade ist Sakura Forest 2. Ich bin gespannt, was uns so erwarten wird. Ich kann übrigens noch nichts zu Gruppe D sagen, da dieses Spiel hier weit im Voraus aufgenommen wird. Wir haben jetzt gerade Runde 1 veröffentlicht, glaube ich, von Gruppe D, deswegen. Aber da die Möglichkeit besteht, dass Spiele im Vorfeld abgegeben werden können, ist dieses Spiel jetzt eben auch schon da. So, wir starten rein. Wir haben hier die Elben mit Shadow Ninja und hier unten haben wir Mordor mit Kuchen. Jo. Wir sehen hier, ich würde mal sagen, das ist ein Rohstoff... Ne, das ist ein Start. Okay, ja. Und hier haben wir einen Rohstoffstart, ja. Ja, und dann gibt es schon Fähigkeiten. Ein Kriegsgesang bei Mordor und das Heilen. Okay, also beide verzichten auf das Scouten. Sinnvoll, wir haben hier vier eine Waage. Läuft denn hier? Sehr interessant. Mein Bildschirm hat sich kurz abgemeldet. So, wir sind vier Waage insgesamt. Gut. Schauen wir mal rein. Hier kommt eine Kaserne als nächstes dann. Und der hier geht zu einem dritten Baum, ja. Ja, hätte man vielleicht auch noch da reinsetzen können, dann wäre er noch da drin ein bisschen geschützt. Ich muss ehrlich sagen, die können alle drei angegriffen werden. Das ist also die Optimierung, überlegt man sich's. Will man lieber die Bäume beschützen? Oder will man lieber ein bisschen mehr Geld rausholen? Weil vor allem die ersten Bäume sind ja die, die am Ende sehr viel Geld geben, weil sie zum einen relativ lang leben meistens, weil sie ja der innerste, ich sag mal, Verteidigungsring sind. Und gleichzeitig sind es auch die, die am längsten schon da sind und demnach auch schon am meisten gelevelt sein, weil mit höherem Level, die haben wir hier. Verdienen die auch immer Geld. Genau. So, aber die ersten Truppen kommen von Kuchen raus. Er hat mit Orks gestartet und macht damit auch gleich mal weiter. Ich weiß nicht, ob er hier einen Ork-Start versuchen will. Ist natürlich die Frage, ob das so sinnvoll ist, einen Ork-Start gegen den Elben. Der Elb kann hier mit Bogenschützen starten, das macht er auch. Und der Trupp hier ist weg, bevor die Orks die Bogenschützen erreichen. Deswegen bin ich gespannt, was er machen will. Ich meine, klar, wenn er einen Spam machen will, könnte er das versuchen. Das könnte auch funktionieren durchaus, aber dazu braucht er mindestens zwei, hätte jetzt schon zwei gebraucht auf jeden Fall. Zwei Kasernen. Vielleicht müsste jetzt echt schon eine dritte kommen und dann könnte er ihn outspammen, weil der Elb nicht genug Einheiten bauen kann, wenn gleichzeitig hier die ganze Rohstoffquelle eingerissen hat. Das funktioniert dann, aber so würde es... So, und hier sehen wir es. Der erste Clash und... Ja, wie gesagt, die Einheiten sind wirklich praktisch tot. Bevor sie ankommen, wenn sie anschauen... Nicht mal ein einziger Elb ist gestorben dabei. Wenn es mit hier weit ausgebaut. Hat er hier gut versteckt. Man sieht ihn, kann man hier gut an der Map erkennen. Er ist nicht zu sehen. Das heißt, er ist getarnt. Und hier haben wir den zweiten Trupp, jetzt einen Schwertkämpfer-Trupp draußen. Ja, jetzt sollte er sich natürlich überlegen, was er macht. Okay, er macht den Haradenpalast. Ja, ist eine Idee. Trollkäfig wäre stärker. An der Stelle. Klar, die Bogenschützen der Haradrips sind auch nicht schlecht, aber dazu müsste er erstmal Stufe 2 upgraden. Die Piken werden ihm halt genauso weggeschossen. Von denen hier. Eins kann er mit den Piken creepen, was natürlich auch eine nette Sache ist. So. Hier wird sich jetzt ein bisschen gesammelt. Und hier passiert auch noch nicht sehr viel. Wir kriegen weitere Elbeinheiten. Ein relativ ruhiges Spiel. Was man immer als großen Unterschied sehen kann zu Gruppe D. Noch, der Ausbau der Ressourcen ist deutlich intensiver. Also dass wir jetzt hier ein Rohstoffgebäude haben nach nicht mal 4 Minuten und hier unten. Das hätten wir in Gruppe D praktisch gar nicht gesehen. Und das ist also zu weit bisher und ich hoffe doch, dass wir es nicht sehen werden. Größtenteils. Wie gesagt, ich nehme es ja ganz sehr weit im Voraus aus. So. Okay, die Sorge, ihr müsstet sich überlegen, ob wir damit mal losziehen. Okay, sind die ersten Piken auch da? Das ist jetzt schon ein interessanter Fight. Die können, ist ja die Frage, wie viel Schaden, also wie schnell kriegen die den Schwertertrupp down, um zu den Bogenschützen zu gelangen, oder kann er die Schwerter binden und gleichzeitig mit den Orks auf die Bogenschützen gehen? Wir sind gespannt, jetzt wird wahrscheinlich auch gleich das Zusammenruf dazu nicht kommen. Ja, da kommt er. Ich bin gespannt, wie schnell hier dieser Trupp down gehen wird. Ja, wie schnell im gleichen Zug die Orks drauf gehen werden. Das zweite Schwertkämpfer ist nicht sehr gut.
Was jetzt hier helfen würde, wären die Ork-Bogenschützen, die im Hintergrund jetzt ebenfalls hier stark aufs Korn nehmen könnten. Ja, jetzt wird auch das Heilen eingesetzt. Und ich sehe auch hier, der Truppe ist auch schon zur Hälfte weg. Ja, Stufe 2 ist schon, auch der ist gleich Stufe 2. Das funktioniert so nicht. Da muss ich sich eine andere Idee überlegen. Wenn jetzt Trolle hätte, ein Troll mit einem Baumstamm, der würde die hier so schnell wegnehmen. Und danach können sie weiterziehen. Also Trolle werden hier das... Ah, er hat Bogenschützen mittlerweile, sehr gut. Das ist eine Kombi, mit denen kann man arbeiten, wenn die noch Feuerpfeile und Schwerrüstung sind. Dann kann man damit arbeiten, ist aber gegen Silberdorn und deren schweren Rüstungen auch schon etwas schwieriger. Da ist der Trollcap, wie gesagt, deutlich stärker, vor allem also generell gegen Elben, Trollcap ist gut. Aber, wir sind in Sägewehr, auch das ist eine gute Sache, produziert gut Geld. Können Sie sich mal so anschauen. Gucken relativ knapp an Rohstoffen immer, das heißt, der gibt sich auch gut aus. Ja, hat auch hier abgegradet, das heißt, er möchte hier auch durch die Rad- und Bogenschütze haben, die also nochmal stärker sind. Währenddessen, hier haben wir deutlich mehr ZP und hier wird sich wahrscheinlich jetzt gerade einen Helden gespart, kann ich mir vorstellen. Oder auf Baumwart vielleicht. Ah ne, wir haben direkt ein End gebaut. Er sagt also direkt, okay, ich bin jetzt gerade so weit vorne, ich habe gerade einen guten Schlag geschlagen. Wo ist da ein Schwert? Ah, der ist hier unten unterwegs. Ah, er wird das hier reden. Ja, da haben wir noch den ersten Harris in diesem Spiel. Kriegen wir jetzt? Ja, wir kriegen hier Radenbogenschützen. Halt, der Stück in der Queue ist nicht so cool. Und dann kommt der zweite Rad im Palast. Und hier kommen nochmal Bogenschütze aus. Ich frage, ob sich diese Bogenschütze ja wirklich noch lohnen, wenn du diese Bogenschützen hast. Die sind besser als die hier. Auch wenn das hier mehr Einheiten sind, aber die hier sind besser. Ja, aber das kann er eigentlich gerade schon jetzt echt schlecht gewinnen. So, jetzt wird hier noch gecreept. Hat ihr die Zeit dazu? Auch das müsste Kuchen tun. Er müsste hier einen Tropiken mal hinterschicken und das hier creepen. Das würde helfen. Oder holt sich einen Nazgul. Nazgul ist auch hier eine sehr gute Idee. Es sind... Hier kommt er sehr gut durch mit seinen Nazguls. Und es sind nur... Ja, es sind Piken. Die können auch den Nazgul killen hier. Die Elbenpiken. Aber trotzdem sind es nur Elbenpiken. Die können gegen seine Bogenschützen sehr schnell ausgeschaltet werden. Und dann kann er mit einem Nazgul, vielleicht zwei Nazguls, vielleicht sogar drei Nazguls, hier easy reinrennen und könnte sehr viel Schaden machen. Selbst gegen die Schwerter. Ist das ein akzeptabler Schaden. Aber gut. Wenn das jetzt auch der erste Enter. Und ich denke mal, wenn der Trupp hier da ist, wird er dann auch jeden Angriff übergehen. Ja, es wird auch nichts mehr produziert. Boah, wir sehen den Fight. Wir gehen mal kurz hier. Sicht für alle. Und schaut an. Oh Gott. Da gehen die Bogenschützen vorne rein. Ah, das ist nicht gut. Der hier, der sich vor ein bisschen sortieren müssen, weil sein Bogenschützen stehen schön hinten auf seiner, ich sag mal, Artillerie. Jetzt mal, stehen hinten und ja, macht natürlich auch AOE-Damage, das ist nicht so schön, aber. Ja, stehen die Bogenschützen gut hinten, die können jetzt hier feuern. Können der Schaden machen, natürlich haben die eine höhere Reichweite und können auch das hier challengen. Und das ist halt, das Problem ist halt, das sind halt eigentlich Piken und keine Schwertkämpfer. Deswegen sind die Schwertkämpfer auch stärker als gegen die Piken. Und wie gesagt, hier wären Trolle wichtig. Wir sehen, da ist der Trupp Piken. Der ist fast weg. Da könnte man mit Trollen so viel machen oder auch mit den. Ja, hat sich hier die Festung Upgrade geholt. Oder mit den Nazguls könnte man hier sehr viel machen. Das würde auf jeden Fall helfen. Auch hier auch einen Brunnen und jetzt kommt, was ist das hier? Na komm. Ein Bauch noch. Da, hier geradet. Ja, genau, hier aus der Ferne draufschießen, ist eine gute Sache. Kann ich den Schaden machen, solange das nicht gefokust wird. Jetzt will aber drauf gehen und sagt sich, das machen wir nicht mit. Ja, viele Bogenschützen, aber sobald der Trupp weg ist. Ja, okay, es kommt sehr gut, es kommt ein neuer Trupp, aber die Bogenschützen halten halt, können die vorne nicht halten gegen die Schwertkämpfer. Da braucht er irgendwas, was vorne steht, auch wenn es jetzt eben nur die Peaks sind. Oh. Da kommt der erste Nazgul. Warum hast du ihn abgesessen? Es sind keine Piken im Feld. Renn. Will er ihn verstecken oder so? Ich weiß nicht, aber... Und er ist nicht so leicht zu sehen hier, aber trotzdem, der muss aufgesessen werden. Er könnte hier einmal durchreiten und das wäre easy. Das tut weh. Das tut weh und damit ist die Front zerfallen. Mittlerweile auch ein Nazgul, ein Allier da. Ja, und der Nazgul stirbt. Das war ein sehr schlecht eingesetzter Nazgul. Nazgul absetzen nur selten. Wirklich selten. So, die soll ich so zurückziehen, der kann sich wieder heilen. Ja. Will er jetzt hier drei Arata. Er will die Aratas wirklich sehr, aber die bringen ihm gar nicht so viel. Ja, es wäre stärker hier jetzt auf Forward-Kaserne. Wäre viel stärker, wenn er hier auf Ding gehen würde. Auf Trolle. Aber gut. Ja, jetzt geht's auch hier an die Belagerung langsam. Auch schon zweit. Der ist hier schon gelevelt mittlerweile, ja. Und da bringt es ihm auch nichts hier mit Wellen was reinzuschicken. Das wird ihm von den Bogenschützen so weggeschossen. Aber es ist noch viel stärker, wenn er jetzt auch noch die Dinger sich holen würde. Hat er schon eine Schmiede? Ich sehe noch keine Schmiede in der Base. Also gehen wir davon aus, dass er noch keinen hat. Weil ich glaube nicht, dass er jetzt hier vorne setzen würde.
Ja, aber die auch hier schon im Angriff. Schon fast Stufe 3. Eine Schmiede wäre dann hier noch viel einfacher, die Kämpfe zu gewinnen. Aber er kann es natürlich auch so machen. Stellt ihn seine Bogenschützen hin. Lässt feuern und halt ihr Tank das Ganze weg. Kann man machen. Solange nicht so viele Einheiten draußen sind, ist das machbar. Die Pingen wird ein bisschen schwieriger, aber ansonsten. Obwohl, die gar nicht eine Stärke Helden haben. Aber ist meistens trotzdem. Zumindest so einigermaßen. Aber hier stehen jetzt gut gelevelt. Fast Stufe 6, Stufe 4. Der geht jetzt noch Stufe 2. Und der war noch fast Stufe 3, aber auch schon. Da kommt der nächste Pfeilhagel. Das ist aber der eigene, ist der Pfeilhagel von Mordor gewesen jetzt. Hat den Eindruck herausgenommen und den ein bisschen beschädigt. Doch das kein gut eingesetzter Pfeilhagel. Auch die Bogenschützen, die Bogenschützen. Hätte er bis auf die Bannerträger alle rausnehmen können. Das wäre so böse gewesen, das hätte sehr viel Schaden machen können. Der war nicht gut eingesetzt. Ah, die Ents sind auch da bei Shadow mittlerweile. Könnte er rufen. Wollte vielleicht die auch gleich machen. Ah, boah, bin ich gut, Leute. Bin ich gut oder bin ich gut? Da kommen sie. Und jetzt geht's an die Belagerung. Und damit ist das Ganze auch mehr gelaufen. Haben wir oben ist noch zwei Rohstoffgebäude. Aber keine irgendwie gesicherten Kasernen oder so noch. Wobei es ist ja auch, auch hier noch nicht lohnt, jetzt wegzurennen. Da läuft das Spiel erst 10 Minuten. Das Spiel wird keine Viertelstunde wahrscheinlich dauern und da lohnt es sich nicht wegzurennen. Wenn man, was sich bei 25 Minuten sind und dann deine Festung zerstört, könnte man das versuchen, wegzurennen, um noch was aufzubauen. Weil nach 15 Minuten hat man vielleicht auch ein bisschen Geld auf der hohen Kante und kann entsprechend noch die Urgruppen auch bauen, um noch ein bisschen was von dem zu überleben. Da kann man vielleicht die 30 Minuten rausholen und dem sich wenigstens einen Punkt sichern. Das ist eine sehr valide Strategie, die man machen kann. Ja, aber das war's jetzt. Gucken wurde besiegt. Stoppen aber die Zeit nach etwa 11 bis 12 Minuten. Genau, das war's. Was kann man dazu dem Spiel sagen? Shadowrunning hat das sehr gut gespielt. War ein bisschen passiv. Also hat nichts geharrisst vor allem. Hat sich echt, okay, ich bin der überlegenere, ich habe die überlegeren Einheiten. Vorher habe ich nämlich gesehen, dass da Orks kommen und erstmal ein Orkstadt da ist. Die Einheiten Überlegenheit war von vornherein bei den Elben und hat das eben auch dann auch. Hat immer gewartet, bis Einheiten kommen, hat sie dann wieder besiegt und Stück für Stück vorgerückt. Ein langsames, stetiges Vorrücken. Make Creepen wäre von beiden Seiten aber auch cool gewesen. Auf einer Seite wurde ein bisschen gecreept, aber da sind dann insgesamt vier Waage auf der Seite, die, also auf der Map, die hätte man auf jeden Fall alle creepen können. Also vor allem der eine rechts drüben, den hätte Kuchen auf jeden Fall creepen können und die anderen drei hätte auf jeden Fall Shadow sich creepen können. Einen hatte er gecreept, aber die anderen zwei nicht. Genau. Kuchen hat, so böse ich das sagen will, grundlegende Fehler gemacht. Der Nazgul abzusetzen war nicht gut, um es milde auszudrücken. Der hätte sehr viel Schaden gemacht, wenn er auf Pferde aufgesessen. Der Pfeilhagel war misplaced. Und zwar sowas von. Die hat die Piken nicht gekillt vollends. Und nur ein Schwert rausgenommen, das war gar nichts. Währenddessen hätte er gleichzeitig mehr oder weniger drei bis vier Truppen Bogenschützen rausnehmen können. Zumindest effektiv 3 bis 4 Bogenschützen, müsste man dann halt mit einem effektiven Gegenstoß dann deren Bannerträger ausschalten. Aber das ist machbar. Damit hätte der Spiel locker 5 bis 10 Minuten ziehen können. Vielleicht hätte er auch so eine Wende schaffen können. Wissen wir nicht genau. Wer weiß. Und zusätzlich Trolle. Trolle mit Baumstämmen sind gegen Elben sehr, sehr, sehr gefährlich. Dann braucht er, für sowas braucht der Elb dann entweder qualifizierte Helden, sprich ein Haldir, keine Ahnung, Glorfindel vielleicht, die halt im Nahkampf die entweder wegtankt oder starke Bogenschützen wie Legolas und Thranduil, die halt von hinten wegschießen, bevor sie überhaupt gefährlich werden. Weil die Piken der Elben können nicht so viel gegen diese Trolle ausrichten. Oder man versucht es mit den Silberdorn, aber auch bis zu den Silberdorn dauert es. Denn wir hatten in diesem Match noch nicht mal, wenn ich es richtig gesehen habe, noch nicht mal die Kaserne, die Schmiede gebaut und deswegen, genau. Ja, und demnach würde ich sagen, gehen diese 3 Punkte völlig verdient an Shadow Ninja und dann sehen wir uns in einigen Tagen wieder, denn für euch die Info, wir hatten hier in Gruppe D gab es 6 Spiele pro Runde und jetzt sind es aber 8 Spiele pro Runde, sprich ihr wartet jetzt jeweils einen Tag länger auf das Rückspiel der jeweiligen Spieler. Genau, deswegen ist erst das 5. Spiel das Rückspiel hier jetzt. Genau, aber damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, euch hat dieses Match hier trotzdem gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!